Okay Leute, One Piece Kapitel 1022 hat viele Fragen aufgeworfen, die Sanji und Zoros aktuellen Kampf beinhalten. Ihr wart fleißig und habt mir diese auf Instagram gestellt. Darum gibt's heute nun wie immer einen knackigen Podcast auf die Ohren, Leute. Und falls ihr bezüglich den aktuellsten One Piece Geschehnisse nichts mehr verpassen möchtet, Leute, so lasst doch gerne ein Abo hier auf dem Kanal da. Ich halte euch stets auf dem Laufenden. Da möchte man ja nichts verpassen, gerade wenn es jetzt in so eine heiße Phase geht, Leute. Deswegen lädt euch zurück, lasst ein Abo da und nun los geht's. Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu One Piece Kapitel 1022 FAQ Podcast. Ihr habt mir auf Instagram fleißig eure Fragen gestellt und diese gehen wir natürlich auch ganz entspannt durch. Leute, es ist ein Podcast, ja, deswegen wie immer, lehnt euch zurück, zockt nebenbei, räumt etwas auf, macht Dinge, die ihr sonst immer aufschieben würdet, bis zum Umfallen. Ja, dafür ist der Podcast eigentlich immer da. Und dann hüpfen wir direkt zur allerersten Frage. Und die erste Frage, die lautet, inwieweit werden Sanji und Zoro zusammen gegen King und Queen kämpfen? Und das war ja so von Anfang von Wano Kuni eigentlich auch so mein Ziel, beziehungsweise so mein Wunsch, dass ich sage, hey, warum gibt es keinen Tag-Team-Kampf zwischen Sanji und Zoro gegen King und Queen? Dass die beiden hier zusammen gegen diese zwei Kaiserkommandanten kämpfen, weil es halt einfach cool wäre, ja, es wäre einfach mal was Neues, ja, bisher hatte jeder immer so seinen eigenen Kampf, seinen Kampf gegen den Zweit- und Drittstärksten und dann hätte man hier vielleicht mal ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Zusammenhalt und gerade weil Sanji und Zoro sich ja immer mal wieder beefen, ja, und immer mal wieder so als Rivalen dastehen oder, ja, dass man genau das halt einfach benutzt, dass man hier diesen Umstand der zwei Charakter nutzt, um halt irgendwie was Interessantes zu stricken. Plottechnisch von der Dramaturgie natürlich, dass beide aufeinander Acht geben, dass Sanji mal Zoro den Rücken frei hält, dass Zoro mal Sanji den Rücken frei hält, natürlich eventuell mit kleinen Sticheleien oder sowas, ja, dass Sanji mal gegen Queen kämpft oder Zoro gegen Queen, ja, und andersrum, dass beide sich halt einfach gegenseitig unterstützen und dasselbe dann natürlich auch bei King und Queen, ja, dass wir hier einfach einen Tag-Team-Kampf haben. Einerseits hat das mehrere Vorteile, es ist natürlich was Neues, ja, man könnte sehr, sehr epische Zusammenhänge, sehr, sehr epische Sachen machen, gerade weil dieser Kampf auch plottechnisch sehr, sehr tief miteinander verwurzelt ist, das hatte ich in meiner Review mal kurz erklärt, ja, Sanji mit dem Raid Suit, ja, durch Judge, ja, die Verbindung zu Queen und den Mads zum Beispiel, ja, Sanjis eventuelle Genmanipulation mit der Gentechnik oder ich sag mal mit der DNA von der Rasse oder von, ja, von der Rasse von King zum Beispiel, weil King ja mit Feuer arbeiten kann. Sanji kann auch mit Feuer arbeiten und Genmanipulation oder Menschenexperimente ist ja bei der Kaido-Crew ein sehr, sehr großes Thema und etwas, was natürlich auch so vermutlich auch das Zentrum dieser Crew ist, ja, wodurch sie entstanden ist, ja, diese tiefe Trauer dieser Crew, ja, die ja vermutlich dann durch diese Genmanipulation sehr, sehr stark ausgeprägt ist, ja, dass man da natürlich auch dramaturgisch enorm in die Tiefe gehen kann in diesem Kampf, ja, da fehlt natürlich irgendwo die Verbindung zwischen Zoro und King und Queen, vielleicht kann man da natürlich noch etwas durch die Vorfahren von Wano Kuni machen, aber ich persönlich muss sagen, dieser Kampf bietet einfach mehr, ja, auf der anderen Seite kann man den Kampf dann auch relativ gut und kompakt rüberbringen, das bedeutet, man muss sich erst Sanji und Queen zeigen, dann mal Zoro gegen King, ja, dann kann man beides ineinander zeigen, ja, Sanji gegen Queen, Sanji mal gegen King, Zoro gegen Queen, Zoro gegen King, ja, Zoro und Sanji interagieren, King und Queen interagieren zusammen, ja, dass man alles zusammen in einem quasi hat, ja, das würde halt einfach enorm viele Vorteile bringen und man hätte quasi mal was Neues, ja, dass Sanji und Zoro zusammenkämpft, das wäre etwas, was ich unglaublich nice finden würde, wäre immer noch so ein kleiner Traum von mir, der jetzt gerade vermutlich in Erfüllung geht, müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt, wie Oda sich das ausgemalt hat, aber ich persönlich denke, man ist da so auf einem ganz guten Weg, ja, dass die beiden zusammen gegen diese zwei Kommandanten kämpfen würden oder werden. Es wird ein absolut genialer Kampf. Und selbst wenn es nicht so wäre, ist natürlich nicht schlimm. Ja, diese Kämpfe, die werden es absolut in sich haben. Es werden absolut insane Kämpfe. Es werden mit die besten Kämpfe werden, die wir in One Piece bisher gesehen haben. Deswegen, Leute, wir können uns auf jeden Fall darauf freuen. Kommen wir zur nächsten Frage. Und die nächste Frage lautet, wird Sanji neben dem Raid Suit noch ein anderes Power-Up haben? Und ich persönlich halte das gar nicht mal für unwahrscheinlich, ja. Wie meine ich das? Ruffy hat ja nach dem Timeskip zum Beispiel sein Gear 4 gehabt, was er dann gegen Doflamingo gezeigt hat. Und bei Sanji haben wir jetzt einfach nur diesen Raid-Suit bekommen. Aber dieses eigentliche Gear 4, ja, was Ruffy zum Beispiel gezeigt hatte, das haben wir von Sanji noch gar nicht wirklich gesehen.
Gut, wir haben gesehen, dass er jetzt Diablo Jumper mit beiden Beinen benutzen kann. Wir haben gesehen, dass er den Gepo kann, ne? Aber ein wirkliches, konkretes Power-Up haben wir bei Sanji halt nicht gesehen. Und wir wissen, Sanji hat ja bei den, oder ich sag mal, bei Ivankov trainiert. Ja, ich denke, da gibt es die ein oder andere Sache, die Sanji sich vermutlich bis zum Schluss aufheben wird. Genauso gut wie jetzt zum Beispiel auch diese Vitalrezepte, die wir auch noch nie von Sanji gesehen haben. Ja, oder lässt sich da unglaublich viel Zeit. Deswegen ist das für mich gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir bezüglich Sanji noch ein heftiges Power-Up bekommen, was er dann natürlich auch noch mit dem Raid-Suit kombinieren kann. Ja, es wäre natürlich auch absolut lustig, wenn er dann irgendwie Okama Kempo oder sowas einsetzt, was er wirklich niemals einsetzen würde, aber wirklich im Fall der Fälle dann einsetzen könnte, weil das natürlich so gegen Sanjis generelle, ich sag mal, Moralvorstellung so ein bisschen, ich sag mal, sich da entgegenstellt, ja, was natürlich eigentlich Quatsch ist, aber wenn es um Leben und Tod gingen würde, ja, dass Sanji dann sagt, jo, jetzt benutze ich dann quasi dieses Okama Kempo. Aber ich persönlich muss sagen, es wäre eigentlich logisch, dass Sanji noch ein normales Power-Up zeigt oder dass er halt bezüglich seinen Feuertechniken, dass da noch was viel krasseres kommt als das, was wir bisher kennen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Sanji an für sich ja einerseits 2 Jahre gerannt ist, er hat 2 Jahre gekämpft, also da muss eventuell noch etwas kommen und ich bin da gespannt, ja, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da noch was kommen wird, ja, denn er hätte Sanji diesen Raid-Suit nicht, ja, wo wäre dann der Progress von Sanji groß gewesen, also er hat ja Haki und so weiter, da muss ja irgendwie nochmal so eine kleine Technik oder irgendwie was anderes sein, dass Sanji nochmal so extra so ein bisschen auf ein anderes Level hebt, da hätte er zum Beispiel den Raid-Suit nie bekommen, ja, deswegen denke ich, durch diesen Raid-Suit und dann eventuell durch ein weiteres kleines Power-Up, was er bisher halt einfach noch nicht gezeigt hat, können wir hier nochmal eine enorme Steigerung bei Sanji sehen. Das wünsche ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen und das wäre auch gar nicht irgendwie out of nowhere oder sonstiges, ja. Deswegen bin ich mal gespannt, was Oda hier bei Sanji noch verborgen hat. Kommen wir zur nächsten Frage und die nächste Frage lautet, meinst du, Big Mom wird auch noch besiegt? Und ich persönlich glaube da mittlerweile nicht mehr so unbedingt dran, denn wir haben es ja jetzt gesehen im Kampf Law Kitty gegen Big Mom, hat man gar keinen Progress gehabt. Ja, man hat einfach nur dieses Bild aus einer anderen Perspektive gezeigt, wie die vor Big Mom stehen und sich bereit machen. Und wenn das jetzt das nächste Mal nochmal so ist, dann ist das ganz klar ein Zeichen für mich, dass Oda nicht wirklich beabsichtigt, Big Mom hier in diesem Arc zu besiegen. Gerade durch Kid und Law, ja, ich denke, Oda hat dann hier mit Big Mom was komplett anderes vor. Es gibt ja andere Plotstrukturen, die ja natürlich auch noch in Frage kommen, nämlich der große Verrat von Big Mom, der schon sehr, sehr lange aussteht. Wir wissen, Big Mom will Kaido eines Tages verraten, wird Kaido verraten. Und das ist dann etwas, was ich mir gut vorstellen kann, was sich Oda hier nochmal zum Ziel setzen wird. Aber beim Kampf zwischen Law und Kid gegen Big Mom, das ist bisher halt nichts passiert. Ja, und da wird vermutlich dann, wenn überhaupt, in den nächsten Kapitel auch nicht großartig was passieren. Vielleicht Kleinigkeiten, aber jetzt wirklich die Intention, dass sie die wirklich besiegen wollen, ja, die sehe ich einerseits bei Law und Kid, aber bei Oda sieht man die halt wirklich überhaupt nicht. Also das ist so mein Eindruck. Ich kann mich natürlich komplett irren, ja, kann natürlich auch sein. Aber ich denke, dass man sich jetzt eher hier auf andere, ich sag mal, hauptsächliche Geschehnisse konzentrieren möchte und dass Big Mom eher so Beiwerk ist, ja. Ich frage mich halt immer noch, wie Oda jetzt plant, mit Big Mom zu verfahren, weil wenn Big Mom jetzt eines Tages Wano Kuni verlässt, ja, dann wäre es eigentlich komplett unnötig gewesen, dass man Big Mom hier auf Wano Kuni hat auftauchen lassen, ja, nur um halt ein paar Dinge zu füllen oder um es halt ein bisschen spannender zu machen, ja, man hätte halt die kompletten Plotstruktur mit Big Mom theoretisch, ja, wirklich theoretisch eigentlich weglassen können, ja, die Sache mit Udon zum Beispiel und darüber hinaus, gut, sie hat sich halt mit Kaido getroffen, das war zwar episch, die haben kurz gekämpft oder so, aber der innere Wert oder der innere Sinn, der würde ja fehlen irgendwie, also das heißt, mit Big Mom muss ja noch irgendwie was passieren und die Conclusion bezüglich Big Moms Auftauchen Wano Kuni wird dann vermutlich gegen Ende von Wano Kuni oder jetzt im Laufe des Arcs dann nochmal auftauchen oder die wird dann nochmal behandelt werden und es wird vermutlich dann um den Verrat gehen, ja, dass man Kaido verrät, ja, nicht, dass Big Mom hier besiegt wird, denn wenn einer Big Mom besiegen wird, dann kann ich mir halt vorstellen, dass das Ruffy sein wird, ja, weil Ruffy hat sich das vorgenommen und wenn Ruffy sich etwas vornimmt, dann wird er das auch oder dann tut er das auch in der Regel und das ist eigentlich fast häufig in One Piece oder fast schon ein ungeschriebenes Gesetz, ja, dass Ruffy Ansagen drückt und dass er dann im Nachhinein diese Ansagen quasi in die Wahrheit umwandelt, ja, deswegen ich bin gespannt, ja, ob ich jetzt Kid und Law diesen Kampf gönnen würde oder nicht, ich weiß es nicht, ja, also
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die beiden hier Big Mom besiegen können, weil natürlich der Gap zwischen Big Mom und, ich sag mal, jetzt diesen zwei Charakter, der ist schon unglaublich hoch, ja, wir dürfen nicht vergessen, Law zum Beispiel hatte nicht mal einen Hauch einer Chance gegen Doflamingo zum Beispiel, ja klar, Law wird an für sich immer gut genervt an seinen Kämpfen, ja, bei Kid können wir noch nicht ganz so, ich sag mal, beschwören, wie stark er jetzt wirklich ist oder nicht, ja, es ist halt ein bisschen schwierig, ich persönlich sehe halt, der Gap zwischen Ruffy und Law und Kid, der ist halt unfassbar groß, ja, und deswegen ist es halt umso schwieriger für die beiden, halt hier gegen Kaiser zu bestehen. Ja, es ist halt unglaublich schwierig, deswegen denke ich, wird man mit Big Mom noch etwas anderes vorhaben, was vermutlich dann den Verrat oder irgendwie sowas beinhaltet, da bin ich gespannt, das muss Oda dann in Zukunft zeigen. Kommen wir zur nächsten Frage und die nächste Frage lautet, ist Zoro deiner Meinung nach stärker als Usopp, Captain Kid? Und hier muss ich sagen, ja, ich denke schon, dass das der Fall ist, ja, Zoro wird ohnehin am Ende von One Piece mit einer der stärksten sein, ja, Kid vermutlich auch als Rivale von Ruffy, aber ich sehe hier Zoro schon vorne, ja, gerade weil Zoro ja jetzt das Königshaki Awakening hat und wenn man jetzt vergleicht beim Kampf gegen Kaido, wer hat Kaido verletzen können und wer nicht, ja, Zoro war dabei, Usopp's Captain Kid nun mal eben nicht, ja. Und Zoro hat überhaupt kein Problem, diese Metallangriffe von Kid eigentlich zu zerstören, beziehungsweise den Metallarm zu zersäbeln oder Kid selber zu zersäbeln. Ich meine, Zoro hatte eigentlich relativ kurzen Prozess auch mit Killer gemacht. Ja klar, ist ein bisschen schwierig, das Ganze einzusortieren, aber ich denke schon, dass Zoro hier stärker sein sollte als Kid. Und ich denke, da werde ich sehr viel Zuspruch auch diesbezüglich bekommen, gerade wegen dem Königshaki. Ja, Kid hat zwar das Königshaki, aber Zoro auch und er hat das Königshaki sogar schon weiterentwickelt mit diesem Advanced Königshaki, natürlich durch die Hilfe von Enma, aber im direkten Vergleich mit Kaido hat halt Zoro hier mehr geleistet und konnte mehr ausrichten als sein Kid, er war da mehr oder weniger eigentlich nur Beiwerk und deswegen denke ich, hier kann man relativ gut und auch mit gutem Gewissen sagen, dass Zoro stärker sein sollte als Usopp's Captain Kid. Natürlich kann man jetzt gucken, wenn Kid an die Grenze geht, dass man da vielleicht nochmal die Frage sich stellt, aber ich denke, da wird sich nicht großartig ändern, ja. Ich denke und ich glaube, ich bleibe auch dabei, dass Zoro stärker sein sollte oder stärker sein wird als Usopp's Captain Kid, ja. Wer andere Meinung hat, gerne mal euer Warum in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wieso ihr glaubt, dass Kid stärker sein sollte. Ja, schreibt es mal rein und dann gehen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage lautet, hat Sanji auch Königshaki oder würde er auch das Königshaki noch erwecken? Und ich persönlich muss sagen, das hatte ich schon mal, glaube ich, gesagt, ich fände das gar nicht so verkehrt. Ich fände das auch gar nicht so schlimm. Ich meine, wenn wir uns mal die Crew von Roger anschauen, ja, da hatten, glaube ich, 5 Leute das Königshaki gefühlt. Und da ist natürlich so die Thematik, wenn Ruffy jetzt Piratenkönig wird, ja, wer darf das Königshaki haben oder wer nicht? Ja, ich persönlich fände es völlig in Ordnung, wenn wir Roger haben, Shanks, Rayleigh und Odin und dann halt natürlich hier Non-Canon quasi von dem One Piece Film. Bullet zum Beispiel. Also es ist natürlich ein bisschen ja, schwierig ja, zu sagen, oh, er könnte es jetzt auch noch bekommen oder so oder erwecken. Ja. Ich wäre da gar nicht abgeneigt. Es gibt ja viele, die sich beschweren, oh, es gibt zu viele Leute, die das Königshaki haben. Ich bin da überhaupt keiner, der einer ist, der da sagt, jo, es haben zu viele Leute das Königshaki. Ganz einfach, weil das logisch erklärbar ist. Ja? Denn wenn die Stärksten der Stärksten in der kompletten One Piece Welt, nehmen wir mal, da sind auch 7 Milliarden oder 8 Milliarden Menschen, ja, und wenn es da 100 Leute gibt, die Königshaki haben, ja, bin ich vollkommen fein mit, ja, weil die Stärksten der Stärksten sich halt einfach in der neuen Welt treffen, ja, und da läuft man halt dem einen oder anderen gegenüber oder über den Weg, der halt das Königshaki hat, ist es halt einfach logisch, ja, wenn alle Leute oder wenn die Leute, die wirklich am stärksten sind, sich an einem Punkt konzentrieren, dann ist es normal, dass bei so vielen Menschen dann auch der ein oder andere Königshaki-Nutzer auftaucht. Deswegen fände ich es auch gar nicht schlimm, wenn jetzt Sanji ja das Königshaki hat, zumal Yamato vermutlich höchstwahrscheinlich zu 99,9% auch das Königshaki besitzt und Yamato der Crew beitritt, ja, dann soll man Sanji auch geben. Mein Gott, warum denn nicht, ja? Ich meine, ich fände es sehr, sehr nice. Es würde mich absolut nicht stören und es wäre natürlich auch nochmal so eine Überraschung, dass Sanji auch nochmal das Königshaki hat, weil die Wings, ja, die Flügel des Piratenkönigs, ja, was wären das für Flügel, wenn die dann dementsprechend kein Königshaki haben würden? Ich persönlich fände es unglaublich cool, wenn Sanji auch das Königshaki erwecken könnte, ja. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Seid ihr pro Sanji Königshaki oder seid ihr nicht Sanji Königshaki? Ja, würde mich eure Meinung nochmal interessieren. Ja. Ich persönlich würde es mir wünschen. Ich fände es cool, ich fände es nicht schlimm. Ja, deswegen, why not? Ich bin gespannt, was die Zukunft so bringen
wird. Die nächste Frage lautet, was glaubst du, ist mit Kings Rasse passiert? Ja, denn die Rasse von King, die scheint ja sehr, sehr selten zu sein. Und da sie ja ihren Ursprung höchstwahrscheinlich auf der Red Line hatten oder haben, denke ich, ist mit den meisten von denen eigentlich Geschichte. Und Leute, ich habe so meine Theorie, was die Crew von Kaido angeht, dass die durch Menschenexperimente etc., dass das so dieser traurige Kern dieser Crew ist, gerade wegen Kaido, die Folterung, die Menschenexperimente an Kaido zum Beispiel, ja, das mit Queen zum Beispiel, dass er ein Cyborg ist und so weiter, dass dann auch Experimente vollzogen wurden, ja, die Numbers, ja, an denen auch Experimente vollzogen wurden und so, ja, dass das so dieser traurige Kern dieser Crew ist. Und ich denke, dass man hier mit der Rasse von King genauso weiter argumentieren kann, dass man mit denen auch Experimente gemacht hat, wodurch dann vermutlich vielleicht sogar auch diese Genmanipulation bei Sanji, der jetzt auch mit Feuer kämpfen kann, der Feuer benutzen kann, dass das das Resultat daraus ist. Ja, deswegen glaube ich, dass man da eine sehr traurige Verbindung haben kann und dass die Rasse von King so gut wie ausgelöscht oder ausgemerzt ist, ja, dass diese so gut wie getilgt wurden von dieser One Piece Welt, ja, dass man die vernichtet hat im wahrsten Sinne des Wortes und dass King quasi hier bei Kaido dementsprechend eventuell sogar Schutz gesucht hat, da, dass er, der quasi als Pirat hier wirklich seine Überleben oder seine Überlebenschance, sag mal, massiv gesteigert hat, da, dass man halt quasi hier in diese traurige Dramaturgie gehen kann mit einem Flashback, wo man halt natürlich gut arbeiten kann. Und ich bin natürlich genauso gespannt wie ihr, was halt mit dieser Rasse passiert ist. Denn wir wissen, Rassen in One Piece haben es manchmal nicht wirklich einfach. Ja, ich meine, die Fischmännchen, die ja mit Wasser kämpfen können. Ja, Kings Rasse, die ja mit Feuer kämpfen können. Ja, es wäre natürlich interessant, wenn diese auch so unglaublich unterdrückt werden. Und, oder wurden damals, ja, dass man hier natürlich eine sehr, sehr traurige Backstory erleben kann. Ja, ich persönlich glaube, die Rasse von King ist ausgelöscht so gut wie, es wird noch eine Handvoll Leute geben, die damit oder die diesen Ursprung haben, ja, oder die noch leben, die halt quasi diese Rasse besitzt, aber das werden vermutlich nicht viele sein. Ich meine, wir sind schon fast im Endgame von One Piece und wir haben diese Rasse von King jetzt wirklich das erste Mal großartig gesehen und ich glaube, damit wird es, oder das wird es auch vermutlich im Groben und Ganzen bleiben, ja, da wird jetzt nicht noch viel mehr kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass oder diese Richtung gehen wird, da, ja. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Kommen wir zur nächsten Frage und die nächste Frage lautet, bekommt Ruffy von den Wings im Kampf gegen Kaido noch Hilfe? Sprich, werden Sanji und Zoro, nachdem sie ihren Kampf hier gehabt haben gegen King und Queen, wenn sie gewonnen haben, werden sie hier Ruffy noch gegen Kaido helfen? Ich könnte es mir vorstellen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass im finalen Blow quasi, dass hier die Strohbande zusammen agiert, das natürlich auch ein symbolisches Statement ist, ja, dass sie zusammenarbeiten, zusammenhalten und so weiter. Natürlich wird Ruffy den größten Teil alleine machen. Ja. Das wird auch herausstechend sein. Ja. Da wird Ruffy natürlich auch dementsprechend den Fokus kriegen von Oda, ganz klare Kiste. Ja, es wird jetzt nicht so sein, dass Sanji die ganze Zeit hier, dass Ruffy hier die ganze Zeit Hilfe bekommt oder so. Ja, er wird den größten Teil, 80%, wird er alleine machen. Und das war auch schon immer mein Anspruch. Schon vor Wano Kuni habe ich das immer gesagt, dass Ruffy hier den größten Teil alleine übernehmen wird, weil es ja sonst keinen Sinn ergeben wird. Der Ruffy ist der Hauptprotagonist von One Piece und er muss selber quasi an dieses Level kommen. Aber dass man halt gegen Ende hier natürlich immer ein bisschen Unterstützung bekommt, fände ich gar nicht mal so abwertend oder gar nicht verwerflich oder sonstiges. Ja, warum denn nicht? Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass gerade auch Kaido hier Unterstützung bekommen wird, ja, wenn es wirklich darum geht, dass er jetzt kurz vorm Verlieren ist oder so. Warum sollte dann Sanji und Zoro jetzt nicht auch Ruffy helfen? Ja, warum denn nicht? Ja, also das ist eine Sache, hier muss man natürlich ein bisschen weiter denken, ein bisschen das Piratenleben nochmal hier so ein bisschen ins Zentrum oder in den Fokus rücken, ja. Hier geht es nicht wirklich immer fair zu, ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Ruffy hier in diesem Kampf natürlich Unterstützung bekommt, genauso wie Kaido hier Unterstützung bekommen wird, aber mit dem, ich sag mal, mit der Main-Message oder mit dem Main-Fokus, dass halt jeweils Ruffy und Kaido das meiste selber übernehmen, ja, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, Oda konzentriert sich da nämlich auch sehr, sehr stark drauf, dass das erfüllt ist, ja, dass die Fans oder dass wir Leser nicht wirklich das Gefühl bekommen, dass Ruffy das jetzt vielleicht sogar nicht alleine geschafft hätte oder sonstiges, ja, bisschen Hilfe nebenbei ist natürlich erlaubt, ja. Und es ist ja noch gar nicht gesagt, dass Ruffy jetzt schon gewinnt. Ja, ich persönlich sehe sogar noch, ist völlig wahrscheinlich, dass Ruffy hier nochmal eine Niederlage kassiert gegen Kaido. Das wäre etwas, was ich persönlich sogar noch logisch fänden würde. Ja, dass Ruffy dann nochmal kurz unterstützt wird oder so, bis sein Haki wieder da ist oder irgendwie sowas. Ja, also man kann ja wirklich auf verschiedene Art und Weisen Ruffy hier helfen. Es muss dann nicht wirklich proaktiv gegen Kaido sein. Man kann ja auch indirekt irgendwie helfen. Deswegen
ich bin gespannt, wie Oda diesen Kampf geplant hat, ja, weil das ist eine schwierige Aufgabe und diese Aufgabe will und kann ich mich auch gar nicht stellen. Ja, das kann nur, oder das wird und kann auch nur Oda machen und auch meistern. Und ich glaube dran, ja, ich glaube dran, dass Oda diesen Kampf unglaublich gut meistern wird und dass dieser Kampf wirklich in die One Piece Geschichte eingehen wird. Aber ich denke, Ruffy wird in diesem Kampf auf jeden Fall noch Hilfe bekommen. Ja, sei es aktiv oder dementsprechend passiv, was ja gerade indirekt eigentlich schon passiert. Aber ich denke, Ruffy verlässt sich auf seine Nahkammer, er vertraut auf diese und das wird natürlich auch nochmal ein Theme werden. Kommen wir zur nächsten Frage und die nächste Frage lautet, wie hoch werden die Kopfgelder von Sanji und Zoro sein, wenn sie King und Queen besiegt haben oder nach Wano Kuni im Allgemeinen? Und da halte ich immer noch an meine Theorie fest, dass die Kopfgelder die von King und Queen übertreffen werden und dann sogar noch ein bisschen angehoben werden. Ja, Queen mit, ich weiß jetzt nicht genau wie viel, der hat 1,2 oder sowas. Ja, dass Sanji dann 1,5 ungefähr bekommt. Und wenn King 1,7, 1,8 hat, dass Zoro dann an die 2 Millionen ungefähr, 2,1 Milliarden, entschuldige, natürlich Milliarden, nicht Millionen. Wenn ich Millionen sage, denkt euch Milliarden, Leute, dass Zoro dann hier an 2,1 Milliarden irgendwo rumhängt, ja, weil es halt einfach keinen Sinn ergibt, wenn die hier Kaido besiegen, ja, dass sie dann ein Kopfgeld, nehmen wir mal an, Ruffy besiegt Kaido und er kriegt dann nur ein Kopfgeld von 2 Milliarden, also das wäre halt Quatsch, wäre halt unlogisch, oder Sanji, der hier jetzt gegen Queen kämpft und Queen besiegt, der 1,2 Milliarden hat er und dann kriegt Sanji nur 700 Millionen. Es ergibt halt einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, gerade wenn wir diese Regel einfach vom vorherigen Ereignis einfach übernehmen. Ja, Ruffy gegen Katakuri zum Beispiel. Ja, dort hat man das Kopfgeld auch übertroffen und übernommen und ein bisschen noch was draufgehauen. Ja, deswegen denke ich, wird das passieren, denn wenn Ruffy und so Kaido besiegt haben, dann ist die Crew als Kaiser in der Öffentlichkeit standhaft und dann müssen die natürlich auch dementsprechend diese Kopfgelder bekommen. Und bitte, bitte benutzt nicht diesen Blackbeard-Vergleich. Ja, Blackbeard hat ja auch nur 2 Milliarden als Kaiser. Blackbeard hat aber auch noch keinen Kaiser besiegt. Und nein, Blackbeard hat auch nicht Whitebeard besiegt. Ja, das war die Marine an für sich. Blackbeard hat ihm einfach nur den Rest gegeben. Ja, und hat dann wirklich die Territorien von Whitebeard nur übernommen. Und hat im Nachhinein eigentlich nur genau dasselbe wie Ruffy getan. Ja, er hat nur Marco, also den Kommandanten, ja, die rechte Hand von Whitebeard besiegt. Ruffy hat die rechte Hand von Big Mom besiegt. Ja, Blackbeard und Ruffy haben im Endeffekt einfach dasselbe bisher gemacht. Deswegen sind die Kopfgelder auch so identisch, ja. Deswegen hat Blackbeard jetzt noch kein Kopfgeld von 4, 5 Milliarden oder sowas, ja. Deswegen, Leute, ja. Wenn Ruffy und Co. Kaido besiegt haben, dann werden diese Kopfgelder angepasst. Und bei Sanji und Zoro, die werden dementsprechend auch enorm angepasst. Das heißt, Sanji wird über Queen sein und Zoro wird über King sein, wenn die beiden hier die besiegt haben. Und alles andere würde für mich halt oder macht halt für mich einfach keinen Sinn. Gerade weil ja auch die CP0 da ist, die sieht ja alles, ja. Die kriegt ja alles mit, ja. Und die weiß dann, was abgeht, ja. Deswegen denke ich, ist das mit am wahrscheinlichsten. Aber das bleibt abzuwarten. Natürlich Angaben hier immer ohne Gewähr, müssen wir gucken. Aber das ist so das, was ich mir vorstelle. Und das, was halt für mich eigentlich so am meisten Sinn ergibt, ja. Deswegen, eure Meinung mal zu den Kopfgeldern natürlich auch in die Kommentare, Leute. Generell war es das jetzt erstmal von diesem Podcast. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ja, gerne Daumen nach oben da lassen. Wäre sehr cool von euch. Ein Abo da lassen, nicht vergessen. Und dann bedanke ich mich natürlich fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen entspannten Restsonntag. Ja. Bleibt mir auf jeden Fall gesund. Dann schaltet natürlich auch die nächsten Tage ein. Da gibt es natürlich wieder knackige Videos, Leute. Ich bin raus. Ich wünsche euch auch was. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.